Kochen, 23.09.2017 mit Fernsehkoch Seltzer Mackenzie YouTube-Video. Räuchertofu Carpaccio mit scharfem Gurken-Koriander-Salat servieren Sie dazu Vollkornbaguette für 4 Portionen, 30 Gramm Sesam, 3 Esslöffel, Agavendicksaft, 60 Milliliter milde Sojasauce, zum Beispiel Shoyu 4 Esslöffel Limettensaft, 1 Knoblauchzehe, 1 Haselnuss großes Stück Ingwer, 1 Msp. Chilipulver 5 Esslöffel geröstetes Sesamöl Salz 2 Salatgurken 200 Gramm 80 Gramm Lauchzwiebeln 1,5 und Koriander 400 Gramm Räuchertofu 1 rote Chilischote auf Wunsch 4 Stiele Koriander für die Garnitur erstens Sesam in Pfanne ohne Fett rösten, bis er duftet, auf Teller geben und abkühlen lassen. Für die Soße Agavendicksaft, Sojasauce und Limettensaft in Salatschüssel verrühren. Knoblauch und Ingwer schälen, Knoblauch dazu pressen und Ingwer fein dazu reiben. Chilipulver und Sesamöl zugeben und alles gut mit Schneebesen verrühren. Gegebenenfalls mit Salz abschmecken. Zweitens Gurken waschen, putzen, längsvierteln und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Mit Soße mischen. Lauchzwiebeln waschen, putzen und schräg in 2 mm dicke Ringe schneiden. Koriander kalt abbrausen, trockenschütteln, Blättchen mit feinen Stielen abzupfen und grob hacken. Lauchzwiebeln, Koriander und 3/4 des Sesams, unter Gurkensalat mischen. Drittens Räuchertofu in 3 mm dicke Scheiben schneiden und fächerartig auf 4 großen Tellern anrichten. Gurken-Koriander-Salat darauf verteilen und 30 Minuten durchziehen lassen. Chilischote waschen, putzen, in sehr feine Ringe schneiden und auf Carpaccio verteilen. Mit restlichem Sesam bestreut und auf Wunsch mit Koriander garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 25 Minuten 30 Minuten Wartezeit pro Portion, ca. 353 Kilokalorien 1480 Kilojoule 19 Gramm EW 17 Gramm KH 23 Gramm F 1 BE. Inzwischen Linsen Spirelli nach Packungsanleitung in ausreichend Salzwasser al dente garen. Abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken. Weiter für das Curry Gurken schälen Klammer auf S-Tipp Klammer zu, putzen längs halbieren mit Teelöffel Kerngehäuse entfernen und in 0,5 cm dicke Halbringe schneiden. Gurken zum Curry geben und 8 Minuten im geschlossenen Wok bei kleiner Hitze köcheln lassen. 3 Minuten vor Garzeitende Linsenspirelli zufügen und erwärmen. Mit Limettensaft und Salz abschmecken auf Wunsch mit Limettenzesten garnieren und sofort servieren. 100 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 750 Gramm gelbe und rote Cocktailtomaten, 1 Bio-Orange, 4 Zweige, Thymian, 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Tomatenmark, 80 Milliliter Gin, 1,5 Teelöffel Chilipulver, 1 türkische Lira Agavendicksaft, Salz, schwarzer Pfeffer, 400 Gramm Spaghetti, 50 Gramm Parmesan am Stück auf Wunsch. 4 Zweige Thymian erstens Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln. Tomaten waschen und halbieren. Orange heiß abwaschen, trocken reiben, Schale fein abreiben und 4 Esslöffel Saft auspressen. Backofen auf 120 vorheizen und große Auflaufform hineinstellen. Thymian kalt abbrausen, trocken schütteln und Blättchen abzupfen. Olivenöl in Pfanne erhitzen, Zwiebeln und Tomaten, Mark zugeben und ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen, Knoblauch und Cocktailtomaten zufügen und ca. 3 Minuten bei großer Hitze anbraten. Gin Orangenschalen Abrieb und Saft sowie Thymian zugeben und mit Chili Agavendicksaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Soße in vorgeheizte Auflaufform füllen und ca. 30 Minuten im Ofen garen. Zweitens 2010 bis 15 Minuten vorgarende Spaghetti nach Packungsanleitung in ausreichend Salzwasser al dente kochen. Parmesan grob reiben. Spaghetti abgießen, tropfnass in Auflaufform mit Soße mischen, auf Teller portionieren und mit Parmesan und auf Wunsch mit Thymian bestreut servieren.
Dinkelvollkornmehl, Klammer auf, alternativ, Weizenvollkornmehl, Klammer zu, 50 Gramm kalte Butter, Salz und Belag, je 250 Gramm rote und gelbe Kirschtomaten plus 20 Gramm Butter plus 1,5 Esslöffel Rohrzucker, 2 Esslöffel weißer Balsamico-Essig, 200 Gramm Feta, 6 Zweige Oregano, Klammer auf, alternativ, 11 Zweitel Esslöffel getrockneter Oregano, Klammer zu, Basilikumjoghurt, 1 Bund Basilikum, 1 Knoblauchzehe, 150 Gramm griechischer Joghurt, Klammer auf, 10% Fett, Klammer zu, 25 Gramm Pinienkerne, 30 Gramm Parmesan am Stück, schwarzer Pfeffer, außerdem, Frischhaltefolie, Tateform E028 cm Mehl für die Arbeitsfläche auf Wunsch, Oregano für die Garnitur, erstens für den Teig Mehl in Schüssel geben. Butter in kleinen Würfeln, TL Salz sowie 80 ml kaltes Wasser zufügen und alles mit Knethaken des Handrührers oder Händen zu geschmeidigem Teig verkneten. In Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kühlstellen. Zweitens, inzwischen für den Belag Tomaten waschen, trocken tupfen und halbieren. Backofen auf 200, Klammer auf, Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. Butter in kleinen Würfeln und Zucker in Tateform verteilen. Gleich in den Ofen Mitte schieben und ca. 5 bis 10 Minuten karamellisieren lassen, bis Mischung hellbraun ist. Aus dem Ofen nehmen unterstrich die Balsamico-Essig unterrühren. Tomaten mit Schnittfläche nach oben in Form verteilen und Asse für weitere 5 Minuten in den Ofen schieben. Inzwischen mit Gabel grob zerkrümeln. Oregano kalt abbrausen, Drohe schütteln, Blättchen abzupfen und grob hacken. Form ausnehmen und Oregano und Feta über Tomaten streuen. 9 auf leicht bemehlter Arbeitsfläche etwas größer als gleich 7 Meter ausrollen und locker über die Tomaten legen. Teig gleich und vorsichtig nach unten drücken. Mit Gabel mehrmals tatzen und ca. 35 Minuten auf mittlerer Schiene backen, AZ goldbraun ist. Für den Joghurt Basilikum kalt abbrausen, schütteln, Blättchen abzupfen und grob hacken. Knoblauchzellen und grob würfeln. Joghurt Basilikum, Knoblauch IAZ in Mixbehälter geben und fein pürieren. Pinienkerne ohne Fett goldbraun rösten und grob hacken. Parmesan. Beides unter Joghurt rühren und mit Salz und Hatz schmecken. Tarte aus Ofen nehmen und 2 bis 3 Minuten passen. Danach vorsichtig auf eine Platte stürzen, Klammer auf, S-Tipp, R.D. 3, mit Basilikumjoghurt und auf Wunsch mit Origa servieren. Vegane Kirsktarte mit Schoko-Amaranth-Boden fruchtig Herb für eine Springform 0,26 cm oder 12 Stücke E-Boden, 100 Gramm vegane Zartbitterkuvertüre, 80 Gramm Margarine, 60 Gramm gepoppter Amaranth, 50 Gramm gehackte Mandeln Fruchtschicht, ca. 600 Gramm Sauerkirschen aus dem Glas, Klammer auf, Abtropfgewicht. S-Tipp Klammer zu, 1 Bio-Zitrone, 100 Gramm Kakaobutter, 200 Gramm Cashewkerne, 80 Gramm Agavendicksaft, außerdem, Backpapier auf Wunsch, 20 Gramm Mandelblättchen, erstens für den Boden Kuvertüre klein hacken, Margarine mit Kuvertüre Stückchen bei mittlerer Hitze in kleinem Topf ca. 3 Minuten schmelzen lassen, Amaranth und Mandeln unterrühren, Boden der Springform mit Backpapier auslegen. Schoko-Amaranth-Masse darauf verteilen und mit flachem Gegenstand fest andrücken. Im Kühlschrank circa eine Stunde fest werden lassen. Zweitens, für die Fruchtschicht Kirschen in Sieb abgießen und gut abtropfen lassen. Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben und Schale fein abreiben. Saft auspressen. Kakaobutter in Topf bei mittlerer Hitze zerlassen. Cashewkerne und Agavendicksaft mit Sauerkirschen, flüssiger Kakaobutter, Zitronensaft und Schalenabrieb in großem, hohem Gefäß mit Stabmixer zu feiner, cremiger Masse pürieren. Gleichmäßig auf Schoko-Amaranth-Boden verteilen und ca. 2 Stunden im Tiefkühlerschnitt fest werden lassen. Auf Wunsch Mandelblättchen in Pfanne ohne Fett etwas anrösten und Kuchen damit bestreuen. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten, 3 Stunden Wartezeit pro Stück, ca. 389 Kilokalorien, 1630 Kilojoule, 6 Gramm EW, 31 Gramm KH, 27 Gramm F, 2 BE.
Zitronenbuttermilchcreme mit Kekslöffeln schnell gemacht für 4 Portionen, 2 Bio-Zitronen, 200 ml Buttermilch, eine türkische Liga Speisestärke, 50 Gramm Puderzucker, 200 Gramm Sahne, 150 Gramm Mascarpone, 8 Löffel Biskuit, außerdem 4 Dessertgläser, ca. 250 ml auf Wunsch, 1 Bio-Zitrone, 1 Esslöffel weiße Schokoladenraspel, eine Zitrone heiß abwaschen. Trocken reiben und Hälfte der Schale fein abreiben. Aus beiden Zitronen 75 ml Saft auspressen. 50 ml Buttermilch gut mit Stärke verrühren. Zitronensaft in kleinem Topf aufkochen, Buttermilchstärkemischung unterrühren und direkt vom Herd nehmen. Zucker unterrühren und ca. 3 bis 5 Minuten ruhen lassen. Inzwischen Sahne steif schlagen. Restliche Buttermilch unter Zitronensaft rühren, dann Mascarpone und Schalenabrieb mit Quirlen des Handrührers unterrühren. Wenn Masse abgekühlt ist, Sahne unterheben und auf 4 Dessertgläser verteilen. Mindestens eine Stunde kalt stellen. Auf Wunsch mit Zitronenscheiben und Schokoladenraspeln dekorieren. Mit je 2 Löffel Biskuit servieren. Zubereitungszeit 25 Minuten, eine Stunde Wartezeit pro Portion, ca. 475 Kilokalorien, 1990 Kilojoule, 8 Gramm EW, 36 Gramm KH, 33 Gramm F3BE. Himbeerkäsekuchen im Glas, gelingt leicht für 4 Portionen, 50 Gramm Vollkornkekse, 25 Gramm Butter, 300 Gramm Frischkäse, 60 Gramm gezuckerte Kondensmilch, 1 Bio-Zitrone, 2 msp. Gemahlene Bourbon-Vanille, 125 Gramm Himbeeren, Klammer auf Alternativ, TK Himbeeren, Klammer zu, außerdem, 4 Dessertgläser, ca. 250 ml, erstens Kekse mit Händen fein zerkrümeln, Butter in Topf zerlassen und mit Keksen vermischen, Keksbuttermasse auf 4 Dessertgläser verteilen und gleichmäßig leicht festdrücken, zweitens Frischkäse und Kondensmilch mit Schneebesen glatt rühren. Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben und 2 türkische Liegeschale fein abreiben. Schalenabrieb und Bourbon-Vanille unter die Frischkäsemasse heben. Himbeeren verlesen. Eine Handvoll für die Garnitur zur Seite legen. Rest fein pürieren und auf Wunsch durch feines Sieb streichen. Drittens Frischkäsemasse mit Himbeerpüree mischen. Himbeer-Frischkäsemischung auf Gläser verteilen. Für mindestens eine Stunde kalt stellen. Mit restlichen Himbeeren garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 25 Minuten, eine Stunde Wartezeit pro Portion, ca. 397 Kilokalorien, 1660 Kilojoule, 11 Gramm EW, 18 Gramm KH, 31 Gramm F1BE. Johannisbeerschichtspeise mit Cantuccini gut vorzubereiten für 4 Portionen, 200 Gramm rote Johannisbeeren, 100 Gramm Cantuccini, Klammer auf italienisches Mandelgebäck, Klammer zu, 1 Biolimette, 300 Gramm Naturjoghurt, 21 Zweitel Esslöffel Rohrzucker, 50 Gramm Mandelblättchen, 200 Gramm Sahne, 2 msp. Gemahlene Bourbon-Vanille, außerdem, 1 Gefrierbeutel, 1 große Glasschale, erstens Johannisbeeren waschen, vorsichtig mit Küchentuch trocken tupfen und Beeren mit Kuchengabel von Rispen abstreifen. Zweitens Cantuccini in Gefrierbeutel geben und mit Nudelholz grob zerkleinern. Limette heiß abwaschen, trocken reiben und Schale fein abreiben. Eine Hälfte auspressen. Joghurt mit Limettenschalenabrieb und Saft sowie 11 Zweitel Esslöffel Zucker verrühren. Mandelblättchen in Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Sahne mit 1 Esslöffel Zucker sowie Bourbon-Vanille steif schlagen. Drittens je die Hälfte der Zutaten in dieser Reihenfolge in ein Glas Schale schichten. Joghurt, Mandelblättchen, Sahne, Beeren, Cantuccini. Vorgang einmal wiederholen. Vor dem Servieren mindestens 2 Stunden in Kühlschrank stellen. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten, 2 Stunden Wartezeit pro Portion, ca. 458 Kilokalorien, 1920 Kilojoule, 9 Gramm EW, 33 Gramm KH, 32 Gramm F3BE.
Gefüllte Hefetaschen mit Brombeeren, süße Überraschung für 8 Stück, 80 Milliliter Milch, 1,5 Würfel Hefe plus 50 Gramm Rohrzucker, 400 Gramm Dinkelmehl Type 630 plus, 1,5 Teelöffel Salz, 60 Milliliter Sonnenblumenöl, 250 Gramm Brombeeren, 2 Zweige Thymian, 80 Gramm Frischkäse, 80 Gramm Brombeerkonfitüre, 40 Gramm Mandelstifte, 50 Gramm Akazienhonig. Außerdem Backpapier, 2 Backbleche Mehl für die Arbeitsfläche, erstens Milch lauwarm erhitzen, in Schüssel füllen und Hefe darin auflösen, Zucker und 70 Gramm Mehl zugeben und mit Löffel glatt rühren, Teig abgedeckt an warmem Ort ca. 15 Minuten gehen lassen, restliches Mehl, Salz, 50 ml Öl sowie 125 ml lauwarmes Wasser untermischen und weitere 45 Minuten gehen lassen. Inzwischen Brombeeren verlesen, vorsichtig waschen und gut abtropfen lassen. Thymian kalt abbrausen, trockenschütteln, Blättchen abzupfen und mit Brombeeren mischen. Zweitens Backofen auf 200, Klammer auf Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. Backblech mit Backpapier belegen, Hefeteig auf gut bemehlter Arbeitsfläche durchkneten und in 8 Portionen teilen, jede Portion zu einem ca. 15 cm x 12 cm großen Oval von 3 mm Dicke ausrollen, mit je eine türkische Lira Frischkäse und Brombeerkonfitüre 3 streichen, dabei einen 1 cm breiten Rand freilassen, mit einer türkischen Lira Mandeln. In 5 bis 6 Brombeeren belegen und mit je eine türkische Lira Honig beträufeln, Ränder mit Wasser befeuchten, Fladen zusammenklappen und gut festdrücken, ca. 20 Minuten im unteren Ofendrittel backen, vor dem Servieren abkühlen lassen, Zubereitungszeit, ca. 25 Minuten, 1 Stunde Wartezeit, 1 Minuten Backzeit, Rohstück, ca. 400 Kilokalorien, 1680 Kilojoule, 11,9 Exawatt, 56 Gramm KH, 15 Gramm F, 4 BE. Grüner Gemüsewok mit Bulgur, herrlich aromatisch für 4 Portionen Salz, 300 Gramm Bulgur, 500 Gramm Brokkoli, 60 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 Walnuss großes Stück Ingwer, 1 rote Chilischote, 120 Gramm Lauchzwiebeln plus 200 Gramm Zuckerschoten, 1 Biolimette, 2 Esslöffel Bratöl, je eine türkische Lira gemahlene Kreuzkümmel und Koriander plus 1 türkische Lira Currypulver plus 400 ml Kokosmilch plus 100 ml Gemüsebrühe plus 1 türkische Lira Rohrzucker, schwarzer Pfeffer E1,5 und Koriander 1600 mit Wasser aufkochen, eine türkische Lira Salz und Bulgur zugeben, im geschlossenen Topf auf ausgeschalteter Herdplatte 10 Minuten quellen lassen. Inzwischen Brokkoli putzen, in kleine Röhrchen zerteilen, dicke Stiele schälen, in 1 cm breite Scheiben schneiden und alles waschen, Salzwasser zum Kochen bringen, Brokkoli darin 3 Minuten blanchieren, abgießen, kalt abschrecken und zur Seite stellen. Zweitens inzwischen Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer schälen und fein würfeln, Chilischote waschen, längs halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden. Lauchzwiebeln waschen, putzen und schräg in 3 cm lange Stücke schneiden. Zuckerschoten waschen, putzen und halbieren. Limette heiß abwaschen, trocken reiben, 2 türkische Liegeschale fein abreiben und eine Limettenhälfte auspressen. Drittens Öl in Wok oder großer Pfanne erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Chili, 4 Minuten unterrühren, anschwitzen. Lauchzwiebeln und Zuckerschoten zugeben und 1 Minute mit anbraten. Gewürze unterrühren und 1 Minute mitbraten, mit Kokosmilch und Brühe ablöschen und kurz aufkochen, Brokkoli, Zucker, Limettensaft und Schalenabrieb zugeben und gut mischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken, 3 bis 5 Minuten unterrühren köcheln, inzwischen Koriander kalt abbrausen, trockenschütteln, Blättchen mit feinen Stielen abzupfen und grob hacken, Gemüse mit Bulgur anrichten und mit Koriander bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten pro Portion, ca. 385 Kilokalorien, 1610 Kilojoule, 14 Gramm EW, 66 Gramm KH, 7 Gramm F, 5 BE, auch lecker, natürlich, passt auch Basmati-Reis ganz prima zum Wok.
Asiatischer Mee-Nudelsalat mit Gurken-Avocado-Topping. Neue Kombination für 4 Portionen. O-Salat, 70 Gramm Schalotten, 2 Knoblauchzehen, 1 Walnuss, großes Stück Ingwer, 180 Gramm Möhren, 2 Esslöffel Sesamöl, 150 Gramm rote Linsen, 300 Milliliter Gemüsebrühe, 200 Gramm Mee-Nudeln, 180 Gramm Fenchel, 1 Salatgurke, 1 Bund Koriander, 1 Avocado, 1 bis 2 Esslöffel Zitronensaft, Salz, 100 Gramm Lauchzwiebeln, Dressing, 1 Esslöffel Mandelmus, 3 Esslöffel kräftige Sojasauce, zum Beispiel Tamari, 3 Esslöffel Zitronensaft, 3 Esslöffel geröstetes Sesamöl, 2 Esslöffel Rapsöl, 1 Esslöffel Agavendicksaft, schwarzer Pfeffer, erstens Schalotten, Knoblauch und Ingwer, schälen und alles fein würfeln. Möhren schälen und in 3 mm mal 3 cm lange Stifte schneiden. Sesamöl in Topf erhitzen und alles darin ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Linsen zugeben, 1 Minute mit anbraten und mit Gemüsebrühe ablöschen. Im geschlossenen Topf bei kleiner Hitze ca. 10 Minuten garen. Zweitens Mee-Nudeln nach Packungsanleitung zubereiten. Fenchel putzen, waschen, halbieren, Strunk entfernen und Hälften quer in 1 bis 2 mm dicke Scheiben schneiden oder hobeln. Gurke waschen und in 1x3 cm lange Stifte schneiden. Koriander kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen mit feinen Stielen abzupfen und grob hacken. Avocado halbieren, Kern entfernen und Fruchtfleisch 1 cm groß würfeln. Gurke, Koriander und Avocado vorsichtig mischen und mit 1 Esslöffel Zitronensaft und Salz marinieren. Drittens für das Dressing Mandelmus, Sojasauce, Zitronensaft, Öle und Agavendicksaft gut mischen. Mit Salz und Pfeffer würzig abschmecken. Lauchzwiebeln putzen, waschen und schräg in 1 cm dicke Stücke schneiden. Nudeln Linsenmischung Fenchel und Lauchzwiebeln vorsichtig vermengen und Dressing unterrühren. Circa 15 bis 25 Minuten durchziehen lassen. Salat anrichten und mit Gurken-Avocado-Topping servieren. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten 25 Minuten Wartezeit pro Portion, ca. 585 Kilokalorien 2450 Kilojoule 20 Gramm EW 65 Gramm KH 27 Gramm F5BE auch lecker. Der Nudelsalat lässt sich auch mit anderem saisonalen Gemüse aufpeppen, wie zum Beispiel mit Kirschtomaten, geraspeltem Kohlradieschen, Mairübchen, blanchiertem Brokkoli oder Paprika. Nudelsalat mit Romanesco und Basilikum-Vinaigrette. Servieren Sie dazu Vollkornbaguette für 4 Portionen Oro-Salat, 100 Gramm kleine Suppennudeln, zum Beispiel Muschelnudeln, Salz, 500 Gramm Romanesco, 100 Gramm TK-Erbsen, 100 Gramm getrocknete Tomaten in Öl, 1 Glas Artischocken in Leke, 145 Gramm Abtropfgewicht, 60 Gramm Lauchzwiebeln, 80 Gramm Kalamata-Oliven ohne Stein, 30 Gramm Pinienkerne, 1 Bio-Zitrone-Vinaigrette, 3 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Weißweinessig, 2 türkische Lire mittelscharfer Senf, 8 Stiele Basilikum plus, 1 türkische Lire Chiliflocken, schwarzer Pfeffer auf Wunsch, 1 Stiel Basilikum. Erstens für den Salat Nudeln nach Packungsanleitung, in ausreichend Salzwasser al dente kochen und abgießen. Romanesco putzen, in kleine Röhrchen zerteilen, in Sieb waschen und in kochendem Salzwasser 7 Minuten bis fest garen. Nach 5 Minuten Erbsen zugeben, beides abgießen und kalt abschrecken. Zweitens inzwischen Tomaten abtropfen lassen und quer in 0,5 cm breite Streifen schneiden. Artischocken abtropfen lassen und gegebenenfalls vierteln. Lauchzwiebeln waschen, putzen und schräg in 0,5 cm lange Stücke schneiden. Oliven abtropfen lassen und in feine Ringe schneiden. Pinienkerne in Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Drittens für die Vinaigrette Öl, Essig und Senf in Mixbehälter geben. Basilikum kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und mit Chiliflocken ebenso in Mixbehälter geben. Alles fein pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Viertens in großer Schüssel zunächst Nudeln mit Vinaigrette mischen, dann restliche Zutaten zugeben und gut vermengen. Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben, Schale fein abreiben und 2 Esslöffel Saft auspressen.
Schalenabrieb und Saft unter Salat mischen und alles mit Salz und Pfeffer pikant abschmecken. Mit Pinienkernen und auf Wunsch mit Basilikumblättchen bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten pro Portion, ca. 351 Kilokalorien, 1470 Kilojoule, 13 Gramm EW, 30 Gramm KH, 20 Gramm F, 2 BE. Auch lecker, zu diesem Nudelsalat passen auch sehr gut Blumenkohl oder Brokkoli. Brokkoli putzen, in kleine Röhrchen zerteilen, dicke Stiele schälen und 1 cm groß würfeln. Alles waschen und in kochendem Salzwasser 7 Minuten bis fest garen. Inzwischen Sonnenblumenkerne in Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Spaghetti nach Packungsanleitung in ausreichend Salzwasser al dente kochen. Knoblauch schälen und grob würfeln. Käse grob reiben. Minze kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und einige davon für Garnitur zur Seite legen. Zweitens Brokkoli abgießen. Hälfte zurück in Topf geben und auf ausgeschalteter Herdplatte im geschlossenen Topf warm halten. Zweite Hälfte zusammen mit 3/4 der Sonnenblumenkerne, Knoblauch, Zitronensaft, Minze, Olivenöl und 3/4 des Parmesans in Mixbehälter geben und cremig pürieren, gegebenenfalls etwas Wasser zufügen, bis gewünschte Sämigkeit erreicht ist. Mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken. Drittens Spaghetti mit Pesto und restlichen Brokkoliröschen mischen. Mit Minzblättchen restlichen Sonnenblumenkernen und übrigem Parmesan garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten pro Portion, ca. 657 Kilokalorien, 2750 Kilojoule, 23 Gramm EW, 77 Gramm KH, 28 Gramm F, 6 BE. Vegane Variante 0. Als veganen Parmesanersatz mischen Sie 6 Esslöffel gemahlene Mandeln mit 3 Esslöffel Semmelbröseln, 3 türkische Lire Hefeflocken und 1,5 Teelöffel Salz. Fenchel Tzatziki mit Pellkartoffeln Klassiker neu interpretiert für 4 Portionen 1,2 Kilogramm festkochende Kartoffeln Salz 5 Knoblauchzehen 500 Gramm Fenchel 5 Esslöffel Olivenöl 1 Esslöffel Weißweinessig 1 Bio-Zitrone 180 Gramm Lauchzwiebeln 1 und Dill 1 türkische Lira Rosa Pfeffer 500 Gramm Magerquark 250 Gramm Naturjoghurt 50 Gramm Sahne schwarzer Pfeffer auf Wunsch 4 Dillspitzen für die Garnitur. Erstens Kartoffeln waschen und mit Schale in ausreichend Salzwasser ca. 20 Minuten gar kochen. Inzwischen für das Tzatziki Knoblauch schälen. Fenchel putzen, Fenchel grün waschen, fein hacken und zur Seite legen. Knollen waschen, halbieren, Strunk entfernen und quer in 1 bis 2 mm dicke Scheiben schneiden oder hobeln. Fenchel mit 1 Esslöffel Öl und Essig mischen und zur Seite stellen. Zweitens Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben, eine türkische Liraschale fein abreiben und 2 Esslöffel Saft auspressen. Lauchzwiebeln waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. Dill kalt abbrausen, trocken schütteln, Spitzen abzupfen und fein hacken. Rosa Pfeffer in Mörser grob zerstoßen. Quark in Schüssel mit Joghurt und Sahne gut vermischen. Fenchel, Fenchelgrün, Zitronensaft und Schalenabrieb, Lauchzwiebeln, Dill und Rosa, Pfeffer zugeben, eine Knoblauchzehe dazu pressen und alles gut vermischen, mit Salz und schwarzem Pfeffer abschmecken. Drittens Kartoffeln pellen und warm halten, 4 restliche Knoblauchzehen in dünne Scheiben schneiden, restliches Öl in kleine Pfanne erhitzen und Knoblauch darin ca. 5 Minuten hellbraun anrösten, Fenchel Tzatziki mit Kartoffeln anrichten. Gerösteten Knoblauch zusammen mit Öl über Kartoffeln geben auf Wunsch mit Dillspitzen garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten pro Portion, ca. 555 Kilokalorien, 2320 Kilojoule, 28 Gramm EW, 63 Gramm KH, 20 Gramm F, 5 BE. Auch lecker, probieren.
Rote Beete Baguette mit pikanter Mayonnaise, echter Leckerbissen für 4 Portionen. Rote Beete 200 Gramm, Rote Beete Klammer auf, vorgekocht Klammer zu, 2 Esslöffel Zitronensaft, 1 türkische Lira Fruchtkonfitüre, zum Beispiel Aprikose, plus 2 Esslöffel Olivenöl und Salz, schwarzer Pfeffer, 1 Prise Zucker und Mayonnaise, Klammer auf, Esstipp Klammer zu. 1 rote Chilischote, 1 Knoblauchzehe, 90 ml Milch plus 1 Esslöffel Zitronensaft, 1,5 Teelöffel Dijon-Senf plus 1,5 Teelöffel Paprikapulver, Rosenschärf 150 ml Rapsöl, außerdem 1 Roggenbaguette, ca. 400 Gramm, 40 Gramm Rucola, 50 Gramm Parmesan am Stück und Butterbrot. Papier, erstens rote Beete in 3 mm dicke Scheiben schneiden und in Schüssel geben. Zitronensaft, Konfitüre, Öl, Salz, Pfeffer und Zucker zu Dressing verrühren, vorsichtig mit roter Beete mischen und zur Seite stellen. Zweitens, für die Mayonnaise Chili waschen, putzen, der Länge nach halbieren, entkernen und grob würfeln. Knoblauch schälen und ebenfalls grob würfeln. Milch mit Chili, Knoblauch, Zitronensaft, Senf, Salz und Paprika in Mixbehälter mit Pürierstab aufmixen. Öl langsam zugießen und Mixer hoch und runter bewegen, bis cremige Masse entsteht. Gegebenenfalls mit Salz abschmecken. Drittens, Baguette auf Wunsch im Backofen ca. 5 bis 10 Minuten bei 180 aufbacken. Rucola verlesen, waschen und gut abtropfen lassen. Parmesan grob hobeln. Baguette längs halbieren, beide Hälften mit Mayonnaise bestreichen, rote Beetescheiben darauf verteilen, Rucola und Parmesan ebenfalls darauf verteilen. Baguette zusammenklappen, in 4 gleich große Stücke schneiden und diese fest in Butterbrotpapier einpacken. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten pro Portion, ca. 671 Kilokalorien, 2810 Kilojoule, 11 Gramm EW, 48 Gramm KH, 48 Gramm F, 4 BE. Amaranth Quinoa Kuchen mit Kräuterquark gut vorzubereiten, für eine Kastenform 26 cm Länge bzw. 8 Stücke Kuchen, 100 Gramm Amaranth Salz, 1 Esslöffel Zitronensaft, 200 Gramm Quinoa, 400 ml Gemüsebrühe, 80 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 120 Gramm Möhren, 100 Gramm aufgetauter TK-Blattspinat, 2 Esslöffel Olivenöl, schwarzer Pfeffer, 50 Gramm Grün Röhre am Stück, Klammer auf, alternativ Bergkäse, Klammer zu, 1,4 Esslöffel Weizenmehl Type 405, 100 Gramm Ricotta, 2 Prisen Muskat, Kräuterquark, 1 Knoblauchzehe, 1 bis 2 bunt gemischte Kräuter, zum Beispiel Schnittlauch und Petersilie, 250 Gramm Magerquark plus 200 Gramm saure Sahne, 3 Esslöffel Mineralwasser, außerdem Kastenform 26 cm Länge Backpapier, erstens Amaranth nach Packungsanleitung in Salzwasser garen und gegebenenfalls in Sieb abtropfen lassen, in Schüssel füllen und mit Zitronensaft mischen. Inzwischen Quinoa ebenfalls nach Packungsanleitung in Gemüsebrühe garen, gegebenenfalls abtropfen lassen und unter Amaranth mischen. Zweitens, Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln, Möhren schälen und fein reiben. Spinat in Sieb gut ausdrücken, Öl in Pfanne erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch darin bei mittlerer Hitze ca. 3 bis 5 Minuten anschwitzen, Spinat und Möhren zugeben und weitere 3 Minuten anbraten, mit Salz und Pfeffer würzig abschmecken, Masse unter Amaranth und Quinoa mischen. Drittens, Backofen auf 180, Klammer auf, Umluft 160, Klammer zu, vorheizen, Kastenform mit Backpapier auslegen. Käse fein reiben, Ei mit Gabel verquirlen und zusammen mit Käse, Mehl und Ricotta unter Amaranth-Quinoa-Masse mischen, mit Salz, Pfeffer und Muskat pikant abschmecken, in Form füllen, glatt streichen und ca. 55 bis 60 Minuten backen. Viertens, inzwischen für den Quark Knoblauch schälen und sehr fein würfeln, Kräuter kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Quark mit saurer Sahne und Mineralwasser cremig rühren, mit Kräutern und Knoblauch mischen sowie mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kuchen in Form etwas abkühlen lassen, stürzen und auskühlen lassen. Für das Picknick in Scheiben schneiden und verpacken. Mit Kräuterquark servieren.
Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten, 1 Stunde Backzeit und Zeit zum Auskühlen pro Stück, ca. 305 Kilokalorien, 1280 Kilojoule, 15 Gramm EW, 30 Gramm KH, 14 Gramm F2BE. Auch lecker, der Kuchen schmeckt auch nur mit Quinoa zubereitet. Als Hauptgericht warm mit Tomatensauce und einem Salat servieren. Couscous-Zuckerschotensalat im Glas, gut vorzubereiten für 4 Portionen O-Dressing, 1 Biolimette, 2 Nektarinen, ca. 120 Gramm, 1,5 Teelöffel Agavendicksaft, 1 Esslöffel Rotweinessig, 5 Esslöffel Olivenöl, Salz, schwarzer Pfeffersalat. 80 Gramm Couscous plus 160 Milliliter Gemüsebrühe plus 200 Gramm Zuckerschoten plus 80 Gramm Lauchzwiebeln, 1,5 Buntradieschen, 20 Gramm gesalzene Cashewkerne, 80 Gramm Pflücksalat und außerdem 4 Schraubgläser, ca. 300 Milliliter. Erstens, für das Dressing Limette heiß abwaschen, Hälfte der Schale fein abreiben und Saft auspressen. Nektarinen waschen, eine Frucht sehr fein würfeln, Rest in 2 mm dicke Scheiben schneiden, Würfel mit Limettensaft, Schalenabrieb sowie Agavendicksaft, Essig und Öl mischen, kräftig salzen und pfeffern. Zweitens, Couscous nach Packungsanleitung in Gemüsebrühe zubereiten. Zuckerschoten waschen, putzen und gegebenenfalls halbieren. In kochendem Salzwasser ca. 4 Minuten blanchieren und abgießen. Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden. Radieschen in 2 mm dicke Scheiben schneiden, Cashewkerne grob hacken, Salat waschen und gut abtropfen lassen. Couscous, Radieschen, Salat, Lauchzwiebeln und Zuckerschoten mischen und auf 4 Gläser verteilen, mit Nektarinenscheiben und Cashewkernen garnieren. Dressing separat in Schraubglas verpacken und vorm Servieren über Salat verteilen, zum Durchmischen Gläser schütteln. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten pro Portion, ca. 457 Kilokalorien, 1910 K1, 12 Gramm EW, 65 Gramm KH, 16 Gramm F5BE. Zitronenminze, Salbei, Limo, fruchtig frisch für 4 Portionen, 3 Bio-Zitronen, 4 Esslöffel flüssiger Honig, 750 Milliliter Mineralwasser, 1 Biolimette, 1 Buntminze, 14 Blättchen Salbei auf Wunsch, Eiswürfel, Trinkhalme. Erstens, Zitronen heiß abwaschen, trocken reiben, Schale fein abreiben und Saft auspressen. Beides mit Honig und Mineralwasser verrühren. Limette heiß abwaschen, trocken reiben und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Minze kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. 10 Salbeiblättchen ebenfalls fein hacken. Beides unter Limonade rühren und mindestens eine Stunde kalt stellen. Zweitens, Limonade vor dem Servieren durch feines Sieb gießen. Limettenscheiben und restliche Salbeiblätter in Limonade geben, diese auf Gläser verteilen und auf Wunsch mit Eiswürfeln und Trinkhalmen servieren. Zubereitungszeit, ca. 15 Minuten, 1 Stunde Wartezeit pro Portion, ca. 50 Kilokalorien, 207 Kilojoule, 0 Gramm EW, 10 Gramm KH, 0 Gramm F1BE. Auch lecker, statt der Limette können Sie auch eine weitere Zitrone verwenden. Wer mag, süßt die Limo mit braunem Zucker. Sandwich mit Grillgemüse und Zitronenkapernpesto, tolle Kombination für 4 Portionen Gemüse, 200 Gramm Zucchini, 8200 Gramm Auberginen, 150 Gramm gelbe Paprika, 4-2 Esslöffel Olivenöl, Salz, schwarzer Pfefferpesto, 40 Gramm Pinienkerne, 1 Bio-Zitrone, 1 Bund Basilikum, 8 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Kapern, 1 Knoblauchzehe, 20 Gramm Parmesan am Stück und außerdem Backpapier, 1 Baguette oder CIA Butter, ca. 400 Gramm plus 100 Gramm fetter Butterbrotpapier. Erstens, Backofen auf 180 Grillfunktion, Klammer auf alternativ, Oberhitze Klammer zu, vorheizen, Gemüse waschen. Zucchini und Auberginen putzen und längs in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Paprika achteln und entkernen. Alles in großer Schüssel mit Olivenöl, Salz und Pfeffer mischen und auf mit Backpapier belegtem Backblech verteilen. Dabei sollten die Paprikastücke mit der Haut nach oben liegen. Circa 20 Minuten im Backofen grillen.
zweitens inzwischen für das Pesto Pinienkerne in Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben, Schale fein abreiben und ein Esslöffel Saft auspressen. Basilikum kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen, 4 Blätter für Garnitur zur Seite legen, Rest zusammen mit Öl, Zitronenschalen, Abrieb und Saft in Mixbehälter geben. Kapern in Sieb kalt abbrausen. Knoblauch schälen. Beides zusammen mit Pinienkernen ebenfalls in Mixbehälter geben und fein pürieren. Käse fein reiben und unterrühren. Mit Salz und Pfeffer pikant abschmecken. Drittens Gemüse aus Backofen nehmen. Baguette in 4 Teile schneiden und gegebenenfalls ca. 5 Minuten im Ofen knusprig aufbacken. Feta mit Gabel grob zerbröseln. Baguette-Stücke der Länge nach halbieren. Beide Hälften mit Pesto bestreichen, mit Grillgemüse belegen, Feta darüber verteilen, mit Basilikum garnieren und zusammensetzen. Quinoa Kokospfannkuchen mit Pfirsichkompott. Tolles Frühstück für 4 Portionen Pfannkuchen, 80 Gramm Quinoa, 2 Eier, Klammer auf alternativ, 2 Esslöffel Sojamehl, Esstipp Klammer zu, 300 ml Mandelmilch, Klammer auf alternativ, andere Pflanzenmilch oder Kuhmilch Klammer zu, 4 bis 5 Esslöffel Kokosblütenzucker plus 175 Gramm Dinkelmehl Type 630 2 türkische Lire Backpulver, 60 Gramm Kokosraspeln, eine Prise Salz, 1 Esslöffel Bratöl, Kompott, 4 Pfirsiche, 1 Esslöffel Margarine, 1 Esslöffel Kokosblütenzucker, 100 ml Pfirsichsaft auf Wunsch, 2 Esslöffel Kokosflakes für die Garnitur, einige Blättchen Zitronenmelisse, 1 Quinoa nach Packungsanleitung in Wasser garen. Inzwischen für das Kompott Pfirsiche waschen, achteln, Kern entfernen und achtel quer halbieren. Margarine in Topf zerlassen und Pfirsiche darin bei mittlerer Hitze 3 bis 4 Minuten anschwitzen. Kokosblütenzucker zugeben, 1 Minute karamellisieren lassen und mit Saft ablöschen. 2010 bis 15 Minuten einkochen lassen. 2. Weiter für die Pfannkuchen Eier Mandelmilch und Zucker mit den Quirlen des Handrührers gut verrühren. Mehl, Backpulver, Kokosraspel, Salz und gekochtes Quinoa separat vermischen und zügig unter Eiermilch rühren. Backofen auf 100 vorheizen. Große Pfanne mit etwas Bratöl einpinseln und nach ca. 16 kleine Pfannkuchen von ca. 0,8 cm von jeder Seite ca. 3 bis 4 Minuten ausbacken. Im Backofen warm halten, bis alle Pfannkuchen fertig sind. Drittens Pfirsichkompott zusammen mit warmen Pfannkuchen servieren. Auf Wunsch mit Kokosflakes und Zitronenmelisseblättchen garnieren. Zubereitungszeit 30 Minuten pro Portion, ca. 531 Kilokalorien, 2220 Kilojoule, 16 Gramm EW, 80 Gramm KH, 16 Gramm F4BE. Auch lecker, zu den Pfannkuchen schmeckt fast jedes Topping, Konfitüre, Ahornsirup oder frische Früchte. Lassen Sie Ihre Fantasie freien Lauf. Basmati Reis Salz 4 rote Paprikaschoten ca. 250 Gramm 1 Glas Kichererbsen 240 Gramm Abtropfgewicht 120 Gramm Tomaten 60 Gramm Zwiebeln 3 Stiele glatte Petersilie 2 türkische Lire Baharat Klammer auf S-Tipp 5.31 Klammer zu 1,5 Bund Minze 3 Esslöffel Olivenöl 100 Gramm Tomatenmark erstens Reis für 3 Stunden in kaltem Salzwasser einweichen. Paprika waschen, Deckel abschneiden, weiße Innenhäute sowie Kerne entfernen, Kichererbsen und Reis abgießen und kalt abspülen, Tomaten waschen und 0,5 cm groß würfeln, Zwiebeln fein würfeln, Petersilie fein hacken, Kichererbsen, Reis, Tomaten, Zwiebeln, Petersilie, Salz, Baharat, Minze und Olivenöl in Schüssel gut vermischen und pikant abschmecken. Zweitens 400 ml Wasser in mittelgroßem Topf mit Tomatenmark und Salz verrühren und zum Kochen bringen. Inzwischen Paprikaschoten mit Reiskichererbsenmischung füllen, Deckel darauf setzen und aufrecht in die Tomatensoße stellen. Bei kleiner Hitze circa eine Stunde im geschlossenen Topf köcheln lassen. Paprika zusammen mit Tomatenbrühe in Suppentellern servieren.
Zubereitungszeit, ca. 25 Minuten 4 bis 12 Stunden Wartezeit pro Portion, ca. 396 Kilokalorien, 1660 Kilojoule, 12 Gramm EW, 63 Gramm KH, 10 Gramm F, 5 BE. Bohnenbeerensalat mit Ziegenkäse und Johannisbeerdressing sommerlich frisch für 4 Portionen Salat, 200 Gramm grüne Bohnensalz, 125 Gramm Pflücksalat, 125 Gramm Blaubeeren, 50 Gramm Lauchzwiebeln Dressing, 3 Esslöffel Olivenöl, 3 Esslöffel Rotweinessig, 2 türkische Lire mittelscharfer Senf, 3 Esslöffel flüssiger Honig, 8 Zweige Thymian, 2 Esslöffel Johannisbeerkonfitüre, 100 Gramm Johannisbeeren schwarzer Pfeffer, außerdem 200 Gramm Ziegenkäserolle, 2 Esslöffel flüssiger Honig, 50 Gramm geröstete, gesalzene Macadamia-Nüsse, Backpapier für den Salat, Bohnen waschen, halbieren und in Salzwasser 10 Minuten garen. Abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Salat und Blaubeeren verlesen, waschen und abtropfen lassen. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in 3 mm dicke Ringe schneiden. Alles in Schüssel mischen. Für das Dressing Essig, Senf und Honig verrühren. Von 4 Thymianzweigen Ädchen abzupfen und zusammen mit Konfitüre unterrühren. Dann Nisbeeren waschen, von Rispen streifen und unterheben. Salzen und pfeffern. Salat mit Dressing vermischen. Backofen 200 um Luft vorheizen. Ziegenkäse in 8 ca. 1 cm dicke Eiben schneiden, auf mit Backpapier belegtes Backblech, in und mit Honig beträufeln. Restliche Thymianzweige all, unterstrich in und auf Käse legen. Im Ofen ca. 3 Minuten backen, bis unterstrich Sitz erläuft. Salat mit Macadamia-Nüssen und mit Käse-Eschli. Garniert servieren. Unterstrich 3 Reitungszeit, ca. 40 Minuten Portion, ca. 442 Kilokalorien, 1850 Kilojoule, 14 Gramm EW, 18 Gramm KH, 34 Gramm F, 2 BE. Mediterrane Zucchini-Pasta mit gerösteten Kapern würzig für 4 Portionen 40 Gramm Kapern 6 Esslöffel, Bratöl 400 Gramm Bandnudeln Salz 600 Gramm Zucchini 120 Gramm Zwiebeln 100 Gramm, getrocknete Tomaten in Öl 2 Esslöffel Olivenöl 4 Stiele Basilikum 4 Zweige Thymian 150 ml trockene Weißwein 250 ml Gemüsebrühe schwarzer Pfeffer außerdem Küchenpapierkapern abtropfen lassen und trocken tupfen. Bratöl in kleine Pfanne erhitzen und Kapern darin ca. 5 Minuten knusprig rösten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Zucchini waschen, putzen und mit Spiralschneider in Spaghetti oder mit Sparschäler in Streifen schneiden. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Tomaten abtropfen lassen und in feine Streifen schneiden. Öl in große Pfanne erhitzen und Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze 4 Minuten anschwitzen. Inzwischen Kräuter fein hacken. Tomaten in Pfanne geben. Mit Weißwein ablöschen, kurz einkochen lassen und Gemüsebrühe angießen. Kräuter untermischen und 2 Minuten köcheln. Zucchini unterheben und weitere 2 Minuten mitgaren. Salzen und pfeffern. Nudeln abgießen, mit Gemüse mischen und mit gerösteten Kapern bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten pro Portion, ca. 626 Kilokalorien, 2620 Kilojoule, 16 Gramm EW, 76 Gramm KH, 25 Gramm F, 6 BE. Fruchtiger Brokkoli-Avocado-Dip mit Pfannenbrot, gelingt leicht für 4 Portionen Pfannenbrot, 250 Gramm Weizenmehl Type 405 Salz und Dip, 500 Gramm Brokkoli, 2 Avocados, 6 Esslöffel Orangensaft plus 2 Esslöffel Zitronensaft, 60 Gramm rote Zwiebeln, 1 Bund Koriander, Klammer auf Alternativ. Glatte Petersilie Klammer zu, 2 Nektarinen, 1 türkische Lira Chiliflocken, schwarzer Pfeffer, 2 Esslöffel Olivenöl, außerdem Mehl für die Arbeitsfläche, Frischhaltefolie auf Wunsch, 2 bis 3 Stiele Koriander, erstens Mehl in Schüssel geben und mit 1,5 Teelöffel Salz und 150 ml lauwarmem Wasser vermischen. Auf dünn gemähter Arbeitsfläche mit Händen zu glattem Teig verkneten.
Teig zu Kugelformen Frischhaltefolie wickeln und ca. 20 Minuten im Kühlschrank hängen lassen. Zweitens, inzwischen für den Dip Brokkoli putzen, in kleine Röhrchen zerteilen, dicke Stiele schälen und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Brokkoli waschen und in kochendem Salzwasser 8 Minuten garen. In Sieb abgießen, kalt abschrecken und tropfen lassen. Avocados halbieren, entkernen, Fruchtfleischlöffel aus Schale herausheben und grob würfeln. Brokkoli unterstrich die Avocado-Würfel mit Gabel so zerdrücken, dass noch Stückchen erkennbar sind. Orangen- und Zitronensaft zugeben und verrühren. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Koriander kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen mit feinen Stielen abzupfen, fein hacken und mit Zwiebeln unter Brokkoli-Avocado-Mischung rühren. Nektarinen waschen, halbieren, Kern entfernen, Fruchtfleisch ca. 0,5 cm groß würfeln und ebenfalls unterrühren. Mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer abschmecken. Drittens, Backofen auf 50 vorheizen. Teig auf dünn bemehlter Arbeitsfläche in 8 gleich große Portionen teilen und zu Kugeln formen. Jede Kugel zu dünnem, rundem Fladen von ca. 12 cm Null ausrollen. Fladen mit Gabel mehrfach einstechen, auf einer Seite mit Öl bepinseln und mit Pfeffer bestreuen. Große Pfanne erhitzen und Fladen mit eingeölter Seite nach unten ca. 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze backen. Inzwischen obere Seite mit Öl bepinseln, wenden und weitere 3 bis 4 Minuten backen. Fladen im Ofen warm halten, bis alle anderen fertig gebacken sind. Zusammen mit Brokkoli-Avocado-Dip servieren. Auf Wunsch mit Korianderblättchen garnieren. Zubereitungszeit, ca. 45 Minuten pro Portion, ca. 394 Kilokalorien, 1650 Kilojoule, 11 Gramm EW, 60 Gramm KH, 12 Gramm F, 5 BE. Ofenpaprika mit Polenta Pommes und Zucchini Mayo aromatisch für 4 Portionen Pommes, 800 ml Gemüsebrühe, 300 Gramm Polenta Salz, schwarzer Pfeffer, 2 türkische Lire getrockneter Thymian, 4 Esslöffel Bratöl Mayo, 180 Gramm Zucchini, 3 Esslöffel Mayonnaise, 1 Esslöffel Weißweinessig, 1 türkische Lira Zucker. Ofenpaprika. Je 250 Gramm rote und gelbe Paprika, 200 Gramm Tomaten, 2 Knoblauchzehen, 4 Esslöffel Olivenöl, 40 Gramm Parmesan am Stück, 4 Stiele Basilikum. Außerdem Backpapier. Erstens, für die Pommes Gemüsebrühe zum Kochen bringen, Polenta einrühren, mit Salz, Pfeffer und Thymian kräftig würzen und auf ausgeschalteter Herdplatte unterrühren, ca. 2 Minuten ausquellen lassen. Backblech mit Backpapier belegen, Polentamasse darauf geben, glatt streichen und dabei zu 1 cm dickem und ca. 25 x 32 cm großem Rechteck formen. 30 Minuten auskühlen lassen. Für die Mayonnaise Zucchini waschen, putzen und 0,5 cm groß würfeln. Mit Mayonnaise und Essig in hohen Rührbecher geben und mit Stabmixer cremig pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Zweitens, Backofen auf 250 Umluft vorheizen. Paprika waschen, putzen, vierteln und entkernen. Tomaten waschen, halbieren, Stielansätze entfernen und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Paprika vierteln, in Auflaufform setzen und mit je 1 bis 2 Tomatenscheiben belegen. Knoblauch schälen, durchpressen, mit Öl vermischen und über Paprika träufeln. Mit Salz und Pfeffer würzen und ca. 15 Minuten im Ofen backen. Parmesan in grobe Späne hobeln und zur Seite stellen. Zweitens, weiter für die Pommes Polenta in ca. 6 x 1,5 cm große Stäbchen schneiden. Öl in großer Pfanne erhitzen. Polenta Pommes portionsweise darin vorsichtig unterwenden, ca. 5 Minuten anbraten. Gegebenenfalls 2 Pfannen benutzen, um alle Pommes gleichzeitig zu backen. Paprikaviertel aus Ofen nehmen. Basilikum kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und zusammen mit Parmesan hobeln, auf Paprikavierteln verteilen. Paprika mit Polenta Pommes und Zucchini Mayo servieren.
Minze Schaumomelette mit Blattspinat und Feta. Servieren Sie dazu Fladenbrot für 4 Portionen, 500 Gramm Blattspinat, 60 Gramm Zwiebeln, 1 Esslöffel Olivenöl, Salz, schwarzer Pfeffer, 8 Eier, 8 Esslöffel, kohlensäurehaltiges Mineralwasser, 2 Esslöffel Weizenmehl Type 405-1 und Minze, 8 Esslöffel Bratöl, 300 Gramm Feta, 250 Gramm saure Sahne. Erstens Spinat verlesen. Dicke Stiele entfernen, waschen und gut abtropfen lassen. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Olivenöl in großem Topf erhitzen und Zwiebeln darin anschwitzen. Spinat zugeben und unterrühren zusammenfallen lassen. Gegebenenfalls Spinat in Sieb abgießen, mit Kochlöffel leicht ausdrücken und zurück in Topf geben. Mit Salz und Pfeffer würzen und zugedeckt warm halten. Zweitens Backofen auf 100 vorheizen. Eier trennen. Eigelbe in großer Schüssel mit Handrühre verquirlen. Wasser zugeben und Mehl unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Minze fein hacken und unterrühren. Eiweiße steif schlagen und unter Eigelbmasse heben, so dass ein schaumiger Teig entsteht. Drittens in großer Pfanne 2 Esslöffel Öl erhitzen. 1/4 des Teigs hineingeben. Zugedeckt 3 Minuten stocken lassen. In Swiss, Feta mit saurer Sahne in hohen F-Becher geben und mit Stabmixer pürieren. Je 1/4 der Feta-Masse und Spinats auf eine Omelette-Hälfte unterstrich zugedeckt bei schwacher Hitze VE 2 bis 4 Minuten backen. Zusammenkappen mit 2 Pfannenwänden vorsichtig auf 1 Backblech heben und im Ofen warm halten. Genauso 3 weitere Omelettes backen und servieren. Zubereitungszeit 50 Minuten pro Portion, ca. 738 Kilokalorien, 3090 Kilojoule, 32 Gramm EW, 10 Gramm KH, 63 Gramm F1BE. Pide mit Auberginenlauch und Kräuterfeta, servieren Sie dazu grünen Salat für 4 Stück, 1/2 Würfel Hefe, 1 türkische Lira Rohrzucker, 1 Esslöffel plus 300 Gramm Dinkelmehl Type 630 Salz, 6 Esslöffel Olivenöl, 300 Gramm Auberginen, 200 Gramm Lauch, 2 Knoblauchzehen schwarzer Pfeffer, 200 Gramm Feta, 60 Gramm rote Zwiebeln, 1/2 Bund glatte Petersilie, 1/2 Bund Dill, 1 Eigelb. Außerdem Mehl für die Arbeitsfläche, Backpapier auf Wunsch, 4 bis 5 Stiele glatte Petersilie und Dill für die Garnitur. Erstens Hefe zerkrümeln, in Schüssel mit 125 ml lauwarmem Wasser, Zucker und 1 Esslöffel Mehl glatt rühren und ca. 15 Minuten gehen lassen. Mehl mit 1/2 Teelöffel Salz mischen. 3 Esslöffel Öl und Hefemischung zum Mehl geben und alles mit Knethaken des Handrührers oder Händen zu homogenem Teig verkneten. Teig zugedeckt an warmem Ort ca. 45 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Zweitens inzwischen Auberginen waschen, putzen und ca. 0,5 cm groß würfeln. Lauch putzen, längs halbieren, waschen und in 3 mm dicke Halbringe schneiden. Knoblauch schälen und fein würfeln. 2 Esslöffel Öl in Pfanne erhitzen und Auberginenwürfel darin, bei mittlerer Hitze ca. 5 bis 7 Minuten goldbraun anbraten. Salzen, pfeffern und herausnehmen. Restliches Öl in Pfanne erhitzen und Knoblauch und Lauch darin ca. 4 Minuten unterrühren anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Vom Herd nehmen und Auberginenwürfel untermischen. Drittens Feta in Schüssel mit Gabel fein zerbröseln. Zwiebeln schälen, fein würfeln und mit Feta mischen. Petersilie und Dill kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen und Spitzen abzupfen und fein hacken. Kräuter unter Feta mischen. Mit Pfeffer abschmecken. Viertens Backofen auf 160 Umluft vorheizen. Teig auf dünn bemehlter Arbeitsfläche durchkneten, in 4 gleich große Portionen teilen, zu Kugeln formen und diese zu ovalen, ca. 25 x 15 cm großen Fladen ausrollen. Jeweils in die Mitte zuerst Auberginenlauchfüllung und dann Kräuterfettermischung geben. Dabei rundherum einen ca. 2 cm breiten Rand freilassen. Rand nach innen etwas über Füllung schlagen und Händen spitz zusammendrücken, so dass die typische Schiffchenform entsteht. Pide auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben. Eigelb mit 1 Esslöffel Wasser verrühren und Ränder damit bestreichen. Im Ofen ca. 20 Minuten backen.
Auf Wunsch mit gehackter Petersilie und gehacktem Dill garniert servieren. Zubereitungszeit 1 Stunde 10 Minuten 15 Minuten Wartezeit 20 Minuten Backzeit pro Stück ca. 613 Kilokalorien 2570 Kilojoule 22 Gramm EW 63 Gramm KH 30 Gramm F5BE auch lecker, die Pidde schmecken auch mit anderen gleicher Nüssefüllungen prima. Probieren Sie sie zum Beispiel mit Zucchini, Ibiemat oder Paprika. 800 ml Milch, Salz, 50 Gramm Rohrzucker, 30 Gramm Speisestärke, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 2 bis 4 Esslöffel Rosenwasser, 2 Esslöffel ungesalzene, geschälte Pistazien, 125 Gramm Himbeeren, erstens 600 ml Milch, eine Prise Salz und Zucker in Topf unterrühren zum Kochen, bringen, Stärke mit restlicher Milch gut verquirlen, zufügen und aufkochen lassen. Bei kleiner Temperatur ca. 10 Minuten unterrühren köcheln, bis cremige Masse entsteht. Mandeln und Rosenwasser unterrühren Topf vom Herd nehmen und Pudding ca. 5 Minuten abkühlen lassen. Anschließe in 4 Dessertschalen oder große Schüssel füllen und weitere 30 Minuten abkühlen lassen. Mangoldlinsensuppe mit Bulgurklößchen, Klammer auf Schurba Adas B. Armut, Klammer zu, gut vorzubereiten für 4 Portionen Nullsuppe, 150 Gramm Tellerlinsen, 70 Gramm Zwiebeln, 500 Gramm Mangold, 2 Esslöffel Bratöl, 2 türkische Lire Baharat, Klammer auf S. Tipp 5.31, Klammer zu, 2 Esslöffel Zitronensaftklößchen. Salz 125 Gramm Bulgur 30 Gramm Zwiebeln 3 Stiele Petersilie 50 Gramm Weizenmehl Type 405 erstens Linsen für ca. 12 Stunden in Wasser einweichen. Für die Klößchen 250 ml Wasser aufkochen Salz und Bulgur zugeben. Im geschlossenen Topf auf ausgeschalteter Herdplatte 10 Minuten quellen lassen. Inzwischen für Suppe Zwiebeln klein würfeln. Mangold waschen, Stiele in 1 cm Breite und Blätter in 2 cm Breite Streifen schneiden, Öl in Topf erhitzen, Zwiebeln darin 3 Minuten anschwitzen, Mangoldstiele zufügen und weitere 3 Minuten anschwitzen, Linsen in Sieb abgießen, zum Mangold geben und 800 ml Wasser angießen, Suppe mit Baharat würzen und ca. 10 Minuten bei mittlerer Hitze im geschlossenen Topf köcheln. Für die Klößchen Zwiebeln fein würfeln, Petersilie fein hacken, Bulgur mit Petersilie, Zwiebeln und Mehl mischen, Masse kräftig mit Salz abschmecken, mit befeuchteten Händen ca. 16 Klößchen mit ca. 0,3 bis 4 cm formen. Zweitens Mangoldblätter zur Suppe geben und bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten im geschlossenen Topf köcheln, mit Zitronensaft und Salz abschmecken. Klößchen in heißer, nicht kochender Suppe, unmittelbar vor dem Servieren ca. 5 Minuten ziehen lassen. Zubereitungszeit, ca. 45 Minuten 12 Stunden Wartezeit pro Portion, ca. 329 Kilokalorien 1380 Kilojoule 15 Gramm EW 51 Gramm KH 6 Gramm F4BE. Auberginengemüse mit libanesischem Reis und Joghurtminzdip, Klammer auf Mosa, Klammer zu, orientalisch würzig für 4 Portionen Reis, je 100 Gramm Risotto und Langkornreis, 3 Esslöffel Olivenöl, 50 Gramm Fadennudeln, Klammer auf feine Suppennudeln, Klammer zu, Salz, Auberginengemüse, 160 Gramm Zwiebeln, 4 Knoblauchzehen, 600 Gramm Auberginen, 4 Esslöffel Olivenöl, 400 Gramm Tomaten, 1 Glas, Kichererbsen, 240 Gramm Abtropfgewicht, 1,5 Teelöffel Baharat, Klammer auf arabische Gewürzmischung, S-Tipp, Klammer zu, Dip, 300 Gramm Naturjoghurt, Klammer auf alternativ, Sojajoghurt, Klammer zu, 1 Esslöffel, getrocknete Minze, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, auf Wunsch, 1 Stiel Minze, erstens für den Reisrisotto und Langkornreis, 2 Stunden in kaltem Wasser einweichen. Reis in Sieb abgießen und abtropfen lassen, Öl in Topf erhitzen, Nudeln zugeben und ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze goldbraun anbraten, Reis zufügen und 2 Minuten mit anbraten,
500 ml Wasser und 1 gestrichenen TL-Salz zufügen, umrühren, aufkochen und ca. 20 bis 25 Minuten bei kleiner Hitze im geschlossenen Topf köcheln lassen. Gegen Ende gegebenenfalls noch etwas Wasser zufügen. Zweitens, inzwischen für das Auberginengemüse Zwiebeln schälen und kleinwürfeln. Knoblauch schälen und Zehen leicht andrücken. Auberginen waschen, putzen und ca. 1 cm groß würfeln. 2 Esslöffel Öl in großer Pfanne erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin ca. 4 Minuten anschwitzen. Restliches Öl in Pfanne geben, erhitzen, Auberginen zufügen und ca. 5 bis 7 Minuten mit anbraten. Drittens, Tomaten waschen, vierteln Stielansätze sowie Kerne entfernen und 0,5 cm groß würfeln. Kichererbsen in Sieb abgießen und abspülen. Tomaten und Kichererbsen zu Auberginenpfanne geben und ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze mitgaren. Dabei gelegentlich umrühren, mit Salz und Baharat würzen und pikant abschmecken. Viertens, für den Dip Joghurt mit Minze und Salz in Schüssel verrühren und abschmecken. Gemüse und Reis zusammen mit Dip auf 4 Tellern anrichten und auf Wunsch mit gehackten Minzblättchen garniert servieren. Ofengemüse mit Koriander, Knoblauch, Kartoffeln und Joghurt, Minzdip, Klammer auf, Batata Bikos Para, Klammer zu, tolle Kombination für 4 Portionen Ofengemüse, je 250 Gramm Zucchini, Auberginen, rote Paprika und Champignons, 4 Knoblauchzehen Salz, 4 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel mittelscharfer Senf, 3 Esslöffel Tomatenmark, 2 Esslöffel Zitronensaft, 2 Esslöffel Za'atar, Klammer auf, libanesische Gewürzmischung, S-Tipp Klammer zu, Kartoffeln, 700 Gramm festkochende Kartoffeln, 4 Knoblauchzehen 1 und Koriander, 3 Esslöffel Olivenöl-Dip, 500 Gramm Naturjoghurt, Klammer auf, alternativ, Sojajoghurt Klammer zu, 1 bis 2 Esslöffel, getrocknete Minze, außerdem, Backpapier auf Wunsch, 1 Stiel Minze, 1 Stiel Koriander. Erstens, für das Ofengemüse Zucchini, Auberginen und Paprika waschen und putzen. Zucchini und Auberginen längs vierteln und viertel in 2 cm dicke Stücke schneiden. Paprika vierteln, entkernen und in ca. 4x4 cm große Stücke schneiden. Champignons putzen, mit feuchtem Tuch säubern, trockene Stielenden abschneiden und halbieren. Zweitens, für die Marinade Knoblauch schälen und mit einer türkischen Lira Salz im Mörser zerkleinern, bis cremige Konsistenz entsteht. Knoblauchpaste in kleiner Schüssel mit Öl, Senf, Tomatenmark, Zitronensaft und Za'atar verrühren. In großer Schüssel Gemüse mit Marinade gut vermischen und abgedeckt, 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. Drittens, inzwischen Kartoffeln schälen, je nach Größe halbieren oder vierteln, in wenig Wasser im geschlossenen Topf 2010 bis 15 Minuten garen und abgießen. Backofen auf 200 vorheizen. Knoblauch schälen und mit einer türkischen Lira Salz im Mörser zerkleinern, bis cremige Konsistenz entsteht. Koriander kalt abbrausen, trocken sküteln, Blättchen mit feinen Stielen abzupfen und fein hacken. Viertens, Gemüse auf mit Backpapier belegtem Blech verteilen und 20 Minuten im Backofen auf mittlerer Schiene backen. Kartoffeln in Schüssel geben, mit 2 Drittel des Korianders Knoblauchpaste und 2 Esslöffel Öl mischen. Restliches Öl in Pfanne erhitzen und Kartoffeln ca. 7 bis 10 Minuten bei mittlerer Hitze goldbraun anbraten. Für den Dip Joghurt mit Minze verrühren. Dip mit Salz abschmecken und auf Wunsch mit fein gehackten Minzblättchen bestreuen. Kartoffeln und Gemüse mit restlichem Koriander garnieren und zusammen mit Dip servieren. Grüner Eistee mit Limette und Minze, raffiniert für 4 Gläser 250 ml, 2 gestrichene TL Matcha, 2 Limetten, 1 Zitrone, 4 bis 6 Esslöffel Agavendicksaft, 3 Stiele Minze auf Wunsch, 1 Biolimette Eiswürfel. Erstens, 1 Liter Wasser im Wasserkocher erhitzen. Nach dem Aufkochen mindestens 10 Minuten stehen lassen, bis Wasser auf ca. 80 abgekühlt ist. Matcha in Krug geben und mit heißem Wasser übergießen. Mit Schneebesen sanft verrühren, bis sich Tee aufgelöst hat. Flüssigkeit 3 Stunden im Kühlschrank abkühlen lassen. Zweitens, Limetten und Zitrone auspressen und Saft mit Agavendicksaft zum abgekühlten Tee geben.
Minze kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und ebenfalls zufügen. Auf Wunsch Limette Reis abwaschen, in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden und hineingeben. Tee nach Belieben mit Eiswürfeln servieren. Zubereitungszeit, ca. 5 Minuten 3 Stunden 10 Minuten Wartezeit. Schrägstrich pro Portion, ca. 69 Kilokalorien, 289 Kilojoule, 0 Gramm EW, 15 Gramm KH, 0 Gramm F, 1 BE. Indische Tomatensuppe, servieren Sie dazu Baguette. Für 4 Portionen VCY 11 Kilogramm vollreife Tomaten, Klammer auf alternativ, 2 Dosen stückige Tomaten, 400 Gramm Klammer zu, 100 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 rote Chilischote, 2 Esslöffel Bratöl, 2 bis 3 Teelöffel gemahlene Koriander, 2 bis 3 Teelöffel gemahlene Kreuzkümmel, 2 Lorbeerblätter, 4,5 Pfund Minze, Klammer auf alternativ. Eine türkische Lira getrocknete Minze, Klammer zu, 4 eine Dose Kokosmilch, 400 Milliliter, 240 Gramm TK Erbsen, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, eine türkische Lira roher Zucker, Salz, schwarzer Pfeffer, erstens Tomaten waschen, halbieren, Stielansätze entfernen und 1 cm groß würfeln, Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln, Chilischote waschen, längs halbieren, entkernen und ebenfalls fein würfeln. Zweitens Bratöl in großem Topf erhitzen, Chili, Zwiebeln und Knoblauch, darin ca. 5 Minuten unterrühren, bei mittlerer Hitze anschwitzen, Tomaten, Koriander, Kreuzkümmel und Lorbeerblätter, zufügen und alles im geschlossenen Topf ca. 20 Minuten köcheln lassen. Drittens inzwischen Minze kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Lorbeerblätter entfernen, Kokosmilch zur Suppe geben und alles fein pürieren, Erbsen interrühren und 3 Minuten mitköcheln, Minze und Zucker zuugen und Suppe mit Salz, Pfeffer, Koriander und Kreuzkümmel zettkant abschmecken. Salat, 800 Gramm vollreife Tomaten, 100 Gramm rote Zwiebeln, 125 Gramm Rucola, 300 Gramm Ciabatta, 3 Esslöffel Olivenöl, 100 Gramm Parmesan am Stück Dressing, 1 Esslöffel körniger Senf, 4 Esslöffel dunkler Balsamico Essig, 2 türkische Lire Zitronensaft, 1 Esslöffel flüssiger Honig, 6 Esslöffel Olivenöl, Dollarsalz, schwarzer Pfeffer, erstens Tomaten waschen, halbieren, Stielansätze entfernen und Hälften ca. 1,5 cm groß würfeln. Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Rucola verlesen, waschen und abtropfen lassen. Zweitens Ciabatta 1,5 cm groß würfeln. Olivenöl in große Pfanne erhitzen und Brotwürfel darin unterrühren, goldbraun rösten. Zur Seite stellen. Drittens für das Dressing alle Zutaten in ein Schraubglas füllen und gut schütteln. Tomaten, Zwiebeln, Rucola und Brot in großer Schüssel mit Dressing mischen, abschmecken und einige Minuten durchziehen lassen. Salat auf Tellern anrichten und mit gehobeltem Parmesan bestreut servieren. Tropisa-Leiste mit Melone und Mango für ein perfektes Urlaubsfeeling. Für 4 Gläser 250 ml 2 Teebeutel Früchtetee, zum Beispiel Hagebutte, 1,5 Gallia-Melone, 1,5 Mango, 1 Kiwi, 1 bis 2 Esslöffel Honig, auf Wunsch, Eiswürfel, Teebeutel mit 750 ml kochendem Wasser übergießen, ca. 10 Minuten durchziehen und abkühlen lassen. Inzwischen Melone halbieren, schälen, entkernen und 1 cm groß würfeln. Mango schälen, Fruchtfleisch vom Kern schneiden und ebenfalls 1 cm groß würfeln. Kiwi schälen und 0,5 cm groß würfeln. Alles zum abgekühlten Tee geben, mit Honig mischen und mindestens 5 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. Auf Wunsch mit Eiswürfeln servieren. Zubereitungszeit, ca. 15 Minuten Zeit zum Abkühlen, 5 Stunden Wartezeit pro Portion, ca. 93 Kilokalorien, 388 Kilojoule, 1 Gramm EW, 20 Gramm KH, 0 Gramm F, 1 BE.
Emma ein Topf mit Spitzkohl und Fenchel deftig für 4 Portionen 100 Gramm Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, 1 rote Chilischote, 3 Esslöffel Olivenöl, 100 Milliliter trockene Weißwein, 150 Gramm Emma, Klammer auf Bioladen, Klammer zu, 3 Esslöffel Gemüsebrühepulver, 1 Lorbeerblatt, 750 Gramm Spitzkohl, 200 Gramm Fenchel plus 250 Gramm Cocktailtomaten, 1-2 Großmarin, 1/2 bis 1 Teelöffel gemahlene Koriander, schwarzer Pfeffer, Cayenne, Pfeffer, Salz, 1 Msp. Gemahlene Fenchel, 3 Stiele, glatte Petersilie, 4 Esslöffel, Creme, freiche Zwiebeln, Feinwürfeln, Knoblauch in dünne Scheiben schneiden, Chilischote waschen, putzen, längs halbieren, entkernen und feinwürfeln. Zwiebeln, Knoblauch und Chili in Olivenöl sei mittlerer Hitze 5 Minuten anschwitzen. Mit Wein ablöschen unterstrichend auf die Hälfte einkochen lassen. Emma mit 1,3 i Wasser, Gemüsebrühe und Lorbeerblatt aufkochen. Alles im geschlossenen Topf bei kleiner Hitze ca. 40 Minuten köcheln. Inzwischen gleich. Spitzkohl und Fenchel waschen, putzen, längs vierteln und 17 Unk entfernen. Kohl in 2 cm breite Streifen schneiden, Fenchel 1 cm groß würfeln. Tomaten waschen und vierteln. Gleich, Smarinnadeln fein hacken. Gemüse, Rosmarin und Koriander, unterstrich, eben und 10 Minuten bei kleiner Hitze im geschlossenen 3F köcheln. Gegebenenfalls noch etwas Wasser einrühren. Mit Pfeffer 13 Nenne Pfeffer, Salz und Fenchel, kräftig abschmecken. Peter ein Blättchen grob hacken. Ein Topf mit je 1 Esslöffel Kach und ne Freiche, Persilli und Pfeffer garniert servieren. Karibischer Süßkartoffel ein Topf exotisch für 4 Portionen. 200 Gramm Zwiebeln, 2 bis 3 Knoblauchzehen, 1 rote Chilischote, 1 Glas Ananasstücke, ca. 260 Gramm Abtropfgewicht, 700 Gramm Süßkartoffeln, 2 Esslöffel Kokosöl, Salz, 2 gestrichene TL Kurkuma, 700 Milliliter Gemüsebrühe, 1 Dose Kokosmilch, 400 Milliliter, 200 Gramm Babyspinat, 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft, Chilipulver, Zwiebeln und Knoblauchschäle. Zwiebeln klein würfeln, Chilischote waschen, putzen, längs halbieren, entkernen und klein würfeln, Ananas abtropfen lassen und Saft auffangen, Süßkartoffeln schälen und 1 cm groß würfeln, Kokosöl in großem Topf erhitzen, Zwiebeln darin ca. 4 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen, Chili zufügen und Knoblauch dazu pressen, Salz und Kurkuma zugeben und kurz mit anschwitzen. Mit Ananassaft, Gemüsebrühe und Kokosmilch ablöschen. Süßkartoffeln zugeben, aufkochen und im geschlossenen Topf ca. 7 bis 10 Minuten köcheln lassen. Spinat verlesen, waschen, gut abtropfen lassen, in Topf geben, unterheben und zusammenfallen lassen. Ananasstücke ebenfalls unterheben und alles erwärmen. Ein Topf mit Zitronensaft, Salz und Chilipulver abschmecken und mit etwas Chilipulver bestreut servieren. Zucchini Quinoa Topf mit Feta Mediterran für 4 Portionen 200 Gramm Zwiebeln 2 Knoblauchzehen 3 Esslöffel Olivenöl 600 Milliliter Gemüsebrühe 1 Bio-Zitrone 250 Gramm Quinoa 600 Gramm Zucchini und Salz 1 Glas Mais ca. 230 Gramm Abtropfgewicht 1 und Basilikum 4 bis 6 Stiele Dill 150 Gramm Feta erstens Zwiebeln und Knoblauch schälen. Zwiebeln 1 cm groß würfeln, Öl in großem Topf erhitzen, Zwiebeln zugeben, 5 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen und Knoblauch dazu pressen, mit Gemüsebrühe ablöschen, Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben, ein 10 cm langes Stück Schale mit Sparschäler abschälen und zur Gemüsebrühe geben. Quinoa in feinem Sieb heiß abspülen, abtropfen lassen, in Brühe einrühren, aufkochen und im geschlossenen Topf bei kleiner Hitze 10 Minuten köcheln lassen. Zweitens inzwischen Zucchini waschen, putzen und 1,5 cm groß würfeln. Zusammen mit 1/2 Teelöffel Salz zu Quinoa geben, aufkochen und im geschlossenen Topf weitere 10 Minuten köcheln lassen. Mais im Sieb abgießen. Basilikum kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und in feine Streifen schneiden. 1 Esslöffel Basilikumstreifen für die Garnitur zur Seite legen.
Den kalt abbrausen, trocken schütteln, Spitzen abzupfen und einige für Garnitur zur Seite legen. Restliche Dillspitzen fein hacken. Zitronenschale entfernen, Mais, Basilikum und Dill, unter Quinoa-Topf heben und gegebenenfalls alles kurz erwärmen. Drittens, Hälfte der Zitrone auspressen. Gericht mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Feta mit Gabel fein zerbröseln. Quinoa-Topf in 4 Teller geben und mit fein gehacktem Dill und Basilikum bestreut servieren. Feta dazu reichen. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten pro Portion, ca. 495 Kilokalorien, 2070 Kilojoule, 19 Gramm EW, 55 Gramm KH, 22 Gramm F5BE. Auch lecker, probieren Sie den Eintopf auch mit Tomaten und Paprika. Verwenden Sie Thymian statt Dill. Grüne Bohnen Curry Reistopf mit gebratenen Knoblauchscheiben, aromatisch für 4 Portionen. 500 Gramm grüne Bohnen, 200 Gramm Zwiebeln, eine frische Knoblauchknolle, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 1 rote Chilischote plus 2 bis 3 Esslöffel Kokosöl, Klammer auf Alternativ, Bratöl, Klammer zu, plus 2 bis 3 Teelöffel mildes Currypulver, 700 ml Gemüsebrühe, Salz, 250 Gramm Parboiled Reis, 300 Gramm rote Spitzpaprika, 40 Gramm Mandelstifte, schwarzer Pfeffer 1/2 und Koriander. Erstens, Bohnen waschen, putzen und in 3 cm lange Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und 1 cm groß würfeln. Knoblauchknolle als Ganzes schälen und quer in ca. 1 mm dicke Scheiben schneiden. Chili waschen, putzen, der Länge nach halbieren, entkernen und fein würfeln. Zweitens, Öl in großem Topf erhitzen. Knoblauchscheiben darin bei mittlerer Hitze hellbraun anbraten, herausnehmen und auf Teller abkühlen lassen. Zwiebeln und Chili zugeben und 5 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen. Curry zufügen, unterrühren, 30 Sekunden anschwitzen und mit Gemüsebrühe ablöschen. 1/4 Teelöffel Salz und Bohnen zufügen. Reis in Sieb kalt abbrausen, abtropfen lassen und zugeben. Alles gut verrühren, aufkochen und im geschlossenen Topf, bei kleiner Hitze 10 Minuten köcheln lassen. Drittens, inzwischen Paprika waschen, putzen, vierteln, entkernen, 1,5 cm groß würfeln und zusammen mit Mandelstiften unterheben. Weitere 5 Minuten im geschlossenen Topf köcheln lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Viertens, Koriander kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen mit zarten Stielen abzupfen und grob hacken. Eintopf in 4 Teller geben, mit Knoblauchscheiben belegen und mit Koriander garniert servieren. Für eine Kischform 0,26 cm bzw. 8 Stücke Teig, 250 Gramm Dinkelmehl Type 630, Salz plus 1 türkische Lire Currypulver, 125 Gramm Butter, 1 Ei 3 Esslöffel, trockene Weißwein, Klammer auf Alternativ, Wasser Klammer zu, Couscous, 100 Gramm Couscous, 50 Gramm Rosinen, 3 bis 4 Esslöffel Zitronensaft plus 1 bis 2 Teelöffel Ras El Hanout, Klammer auf orientalische Gewürzmischung, Klammer zu, 200 ml Gemüsebrühe, 12 mittelgroße Tomaten, ca. 150 Gramm, 200 Gramm Feta, 160 Gramm gelbe Paprika, 6 Stiele Minze, 2 Knoblauchzehen, 1 Walnuss großes Stück Ingwerguss, 2 Eier, 100 Gramm Frischkäse TL Ras El Hanout. Außerdem, Frischhaltefolie Kischform 0,26 cm Fett für die Form. Erstens, für den Teigmehl eine türkische Lira Salz und Curry vermischen. Butter 1 cm groß würfeln, mit Ei und Weißwein zugeben und mit Knethaken des Handrührers oder Händen zu homogenem Teig verkneten. In Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kühlstellen. Inzwischen Couscous mit Rosinen, Zitronensaft sowie Ras El Hanout vermischen und nach Packungsanleitung in Gemüsebrühe zubereiten. Zweitens, Tomaten waschen, Deckel von ca. 1 cm Dicke abschneiden, Tomaten mit Teelöffel vorsichtig aushöhlen und Inneres anderweitig verwenden. Deckel vom Stielansatz befreien und 0,5 cm groß würfeln. Feta mit Gabel fein zerbröseln. Paprika waschen, putzen, vierteln, entkernen und 0,5 cm groß würfeln. Minze kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Knoblauch schälen und klein würfeln.
Ingwer schälen und fein reiben. Alle Zutaten zum Couscous geben und mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Drittens Backofen auf 200, Klammer auf Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. Kirschform fetten und Teig hineindrücken, dabei einen ca. 3 cm hohen Rand formen. Ausgehöhlte Tomaten mit Couscousmischung füllen. Restliche Couscousmischung auf Kirschboden verteilen und gefüllte Tomaten hineindrücken. Für den Guss Eier Frischkäse, Salz und Ras-el-Hanout vermischen und über Kisch verteilen. Circa 30 Minuten backen und servieren. Zubereitungszeit, circa 45 Minuten 30 Minuten Backzeit pro Stück, circa 446 Kilokalorien 1870 Kilojoule 15 Gramm EW 38 Gramm KH 26 Gramm F 3 BE